Eine weitere interessante Möglichkeit ist die Unterstützung für die PowerShell auf der administrativen Seite, hier dargestellt durch das Microsoft Windows Admin Center. Ich installiere das jetzt mal auf einem Microsoft Windows 10 Arbeitsplatz. Admin Center darf man nicht installieren auf Domain-Controller. Es ist ja auch das System für den Administrator. Und durch diese Installation werde ich gleich in die Lage versetzt, dieses Admin Center zu benutzen. Nicht nur zur Administration, sondern hier geht es ja um den PowerShell-Einsatz des Admin Centers. Und auch hier wollen wir mal den Weg betrachten, welche positive Entwicklung es auch hier gilt zu erfahren. Das ist relativ schnell installiert. Admin Center ist die neue Entwicklung, die jetzt schon sehr lange existent ist, stand früher unter dem Projekt Honolulu bereit und ist heute Default in jedem Server 2019 im Angebotsportfolio. Der Vorteil dieses Admin Centers in Zusammenarbeit mit der PowerShell werden wir dann gleich sehen. So, das Admin Center ist installiert, bringt ein eigenes Zertifikat mit. Und dieses eigene Zertifikat eignet sich dafür, mit dem System zu arbeiten. Wir werden gleich zu einem kleinen Problem gelangen. Das Admin Center läuft nämlich nicht mit Microsoft Standardumgebungen. In diesem Fall ist es aber Microsoft Windows 10 und da ist ja der Edge bereits vorhanden. Wäre das jetzt auf einem Server, wo nur der Internet Explorer installiert wäre, würde man doch mit einem größeren Problem konfrontiert werden. In unserem Fall sehr positiv. Wir haben ein Microsoft Windows 10, dadurch die Microsoft Edge. Und nur mit dem Edge ist das Admin Center überhaupt lauffähig. Hier in der Umgebung haben wir nicht allzu sehr viel Möglichkeiten bezüglich Lastverteilung. Deswegen wird das jetzt hier im Moment dauern, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist. Der erste Aufruf des Admin Centers, um mit dem System zu arbeiten. So, uns geht es in diesem Zusammenhang nicht um das eigentliche Admin Center. Da hatten wir ja schon bereits das ein oder andere Video zu gezeigt. Nein, hierbei geht es uns tatsächlich ja um unsere PowerShell und ich verbinde mich jetzt mal mit meinem Desktop und um an dem Beispiel zu bleiben, welches wir ja bereits in einigen PowerShell-Videos uns angeschaut hatten. Da ging es ja um die Ereignisse, um die Events. Und die habe ich jetzt auch mal hier ausgewählt und nehme mir ruhig wieder das System. Und wir sehen jetzt rechts kommen unsere gesamten Informationen, aber wir haben auch was sehr Nettes, nämlich in dem Admin Center die jeweils passenden PowerShell-Skripte für unser PowerShell-System und man sieht hier Event Channel Clearing oder aber Logname Records und weitere Dinge mehr. Und egal wo wir uns gerade befinden, wir gehen mal hier zu den Dateien.
werden dann von Laufwerk C mal zu der PowerShell springen. Und auch hier sehen wir all die Dinge, die wir benötigen. Das heißt, wir sind hier in der Lage, mit diesen fertigen vorgegebenen Skripten doch einiges zu erreichen und mithilfe von Visual Studio Code oder aber der Integrated Scripting Environment unsere schnellen Entwicklungen für und mit der PowerShell zu generieren, ohne größere Handbücher. Irgendwann müssen wir Handbücher lesen, Handbücher zum Nachschlagen verwenden. Aber hier geht es ja einzig und allein darum, schnell und effektiv zu einem Ergebnis zu gelangen und hier das entsprechende zu implementieren.